Ja, hallo lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut. Ja, es ist wieder soweit. Der brutale Sommercode, 28% auf all meine Kurse. Mach die Kurse in einer Befragung, die wir mal gemacht haben, hatte ich 97% Weiterempfehlungsquote und ja, kommt zu den vielen tausend Menschen dazu, die das schon machen und ist echt coole Geschichte auf liebeschipp.de. Ja, heute haben wir eigentlich eine coole Frage. Es geht einerseits um Bindungsangst, andererseits darum, dass man das Gefühl hat, ich habe nicht mehr genug Zeit irgendwie so, ne? Was sehr lustig ist, da die Mailschreiberin 28 Jahre ist. Aber ich kann nur mal sagen, wenn ihr so früh zu meinem Material kommt, ey, wirklich dankt dem lieben Gott oder dem Universum oder wem auch immer. Mein Gott, wenn ich dieses Wissen hätte und ich wäre nochmal 20, ey, ich würde so anders bespielen mein Leben. Also, und ich bin sicher, das wäre alles so cooler und einfacher. Und also, wenn ich dieses Wissen schon gehabt hätte, dass mir alles erspart geblieben wäre, ey, ich kann das manchmal gar nicht aushalten. Ey. Also, freu dich. Lieber Christian, dein Kanal verfolge ich aufmerksam seit 2 Jahren. Und er ist für mich sehr wertvoll geworden. Vielen Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn du mein Anliegen vorlesen könntest. Ich bin 28 Jahre und lebe auf Feuerland. Mit Anfang 20 hatte ich meine einzige kurze toxische Beziehung, die auch teilweise übergrifflich wurde. Mich hat es, tut mir leid dafür, super scheiße. Mich hat es fast 4 Jahre gebraucht, um das zu verdauen. Danach folgten unverbindliche Affären, in die ich mich unsterblich verknallte und unter Verlustängsten, Liebessucht, Minderwertigkeitsgefühlen und Schlafstörungen litt. Ich hatte den dringenden Wunsch in einer Beziehung, heute fühle ich mich viel besser, ich habe eine Therapie gemacht, Studium beendet und bin von Feuerland nach Vladivostok gezogen, wo ich mich sehr wohl fühle. Trotz der Kälte, Wahnsinn. Okay, das sind natürlich nicht die Orte, ist klar. Also, ich meine, wenn du so eine ätzende erste Beziehung hast, dass man da jetzt ein bisschen bindungsängstlich wird, kein Wunder, vielleicht hast du auch eine Historie dazu, der dazu passt, vielleicht habt ihr das in der Therapie ja mal angeschaut. Und dass man dann danach vorsichtig wird, total verständlich. Und ja, deswegen habe ich in meinem Hauptmodulen eben auch so einen Ablauf über Liebeskummer, dann meinen Signature-Kurs, Umprogrammierung des Liebeschips, Vertiefung dazu, Selbstliebe und dann kommen schon danach kommen schwerpunktmäßig Bindungsangstkurse, weil man das häufig entdeckt. Oh Gott, ich bin ja gar nicht so, hinter der ganzen Verlustangst steht ja auch eine Bindungsangst und ich date einfach immer nur selber aktiv bindungsvermeidende Männer und gehe in die Verlustangst und lebe da quasi mein Bindungsangstthema aus. Ne? Total krass. Meine Verlustängste sind natürlich auch ein eigenes Thema, aber häufig, ganz häufig, ich würde mal sagen, die meisten Menschen auf meinem Kanal haben wahrscheinlich auch ein bisschen mit Bindungsangst zu tun, so, ne? Vermute ich zumindest. Ja, ich habe schon immer enge und langjährige Freundschaften gehabt und habe endlich das Gefühl, das Leben nach meinen Vorstellungen gestalten zu können. Der inneren Leere weicht dem Gefühl von Erfüllung, manchmal allerdings auch Überforderung, dass ich Freunden und Familie nicht gerecht werde. Die Sehnsucht nach einer Beziehung ist zwar noch da, aber sie ist deutlich in den Hintergrund getreten und ich genieße die Zeit alleine. Das ist ja schon mal gut. Aber für einen Liebeschip ist es gut, wenn man nicht zu sehr in Extreme geht. Das heißt, weder jeden Tag seines Lebens in einer Beziehung ist, noch allzu lange Single ist. Ich meine, es werden natürlich viele sagen, das kann ich ja gar nicht beeinflussen. Ja, verstehe ich. Aber so von der inneren Haltung her sollte man so Extreme vermeiden. Ne? Das ist genau, und da auch ein bisschen gegensteuern. Das heißt, wenn man lange Single war, sich ein bisschen pushen, ne, zum Daten ruhig, ne. Aber grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen, Single zu sein, ist ja klar, ne. Es ist nur einfach ein guter Rat. Die inneren Leere weicht dem Gefühl von Erfüllung, manchmal allerdings auch der Überforderung, das hatten wir, glaube ich, schon, ne, dass ich Freunden, Familie nicht gerecht werde. Es folgt eine fast einjährige Datingpause wegen dem kompletten Dating-Unlust und das sagen ganz viele und der Sorge, dass sich die Verlustängste erneut wiederholen. Nun versuche ich mich langsam wieder an das Daten heranzutasten, trotz großer Unlust und stelle fest,
dass ich plötzlich diejenige bin, die Bindungsängste entwickelt und mich schnell unter Leistungsdruck gesetzt fühle. Nach wenigen Treffen breche ich meist freundlich den Kontakt ab. Daten fühlt sich für mich oft nicht nach Spaß, sondern eher wie eine Prüfungssituation an. Ja, kann ich aber auch verstehen. Ich finde, also viele, die dann endlich mal in eine vernünftige Beziehung kommen, sagen, ey, boah, ich bin so froh, dass dieser Dating-Irrsinn vorbei ist. Also es kann natürlich auch viel Spaß machen, ne? Aber ist schon auch sehr frustrierend häufig. Ich bin mir unsicher, ob ich Fortschritte mache oder ob ich die Münze nur einmal umgedreht habe. Ja, wie gesagt, du machst bestimmt Fortschritte, aber das ist, ich finde manchmal Verlustängste zu bearbeiten leichter als diese Bindungsängste. Es ist häufig auch wie so ein blinder Fleck, den man manchmal nicht sieht und schon hart. Ich weiß nur, dass ich zu überangepasst neige und mein Vater in der Kindheit emotional abwesend war. Ich habe mir in meinem Leben immer so vorgestellt, mal eine kleine Familie zu gründen. Bei diesem zähen Prozess bekomme ich aber die Sorge, dass es noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird, bis ich innerlich wirklich eine Beziehung eingehen kann. Und es bis dahin zu spät für eine mögliche Kinderplanung ist. Naja, heutzutage ist es ja völlig normal, in 30 Jahren die Kinder zu kriegen. Also mach dir da keinen Stress. Also ich verstehe das total. Aber es ist tatsächlich so, dass Stress und Druck, den man sich selber macht, total kontraproduktiv ist, ne, für diese Liebeship-Geschichten. Ne. Ich habe das Gefühl, dass mich dieser Zeitaspekt wahnsinnig unter Druck setzt. Stell dir vor, du hättest einen Säugling und den würdest du zum Schlafen bringen. So, und da stehst du da und du musst, es ist 7 Uhr und um 7.30 Uhr musst du losfahren ins Theater, so, ne? So, und dann sitzt du da so, mein Säugling muss jetzt einschlafen bis 7.30 Uhr, du musst jetzt einschlafen! Wie funktioniert das? Gar nicht, ne? So ist es auch mit dem Leben, ne? Hingegen kenne ich selber von meinen Kids, wenn du da liest und denkst, ist mir alles egal, es könnte Stunden dauern, Monate dauern, Jahre dauern, bis du einschläfst. Das tangiert mich, dann gehe ich eben nicht ins Theater. Drauf geschissen, dann liege ich hier bis morgen früh und dann gehe ich auch nicht zur Arbeit und liege noch einen Tag da. Ist alles gut. Dann fallen die Kinder irgendwie ein Hundertstel Sekunde in einen absoluten Tiefschlaf. So. Und so ist es auch im Leben so. Ne? Je mehr du drauf scheißt, du kannst die Ziele ja trotzdem haben, aber du kannst sagen, wenn du dir sagst, Universum weiß ja, was ich will, und wenn es nicht ist, wenn das Universum andere Pläne für mich hat oder meine Seele oder weiß ich nicht, drauf geschissen, auch in Ordnung, umso einfacher wird alles laufen und du hast noch Zeit. Ich meine, die meisten, die bei mir in die Arbeit kommen, die sind in 40ern, ne? Oder noch älter, und du hast die Zeit und du willst nicht irgendwie eine mit jemand, wo es toxisch ist, irgendwie Kinder haben, sei froh, dass das noch nicht passiert ist. Aber trotzdem finde ich gut, dass du es probierst. Vielleicht guckst du mal in die Bindungsangstkurse rein. Und was ich aber auch sagen kann, ist, du hängst zu viel in Vergangenheit und Zukunft. Oder prüf das für dich mal. Ich will das jetzt nicht so absolut sagen. Aber einerseits hängst du vielleicht zu viel in der Vergangenheit. Oh, ich habe das und das und das erlebt und deswegen geht dies und jenes jetzt nicht. Andererseits hängst du aber auch definitiv zu viel in der Zukunft. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und damit können wir Menschen uns fertig machen. Also wir haben diese Fähigkeit, Sachen durchzuspielen, aber das Gehirn ist manchmal da echt grausam, weil das immer alles durchspielt. Und was wäre, wenn? Was, wenn ein Meteor runterfällt? Was, wenn mein Haus einstürzt? Was, wenn ich Drillinge kriege, Fünflinge kriege? Also man kann sich total fertig machen, aber es führt zu nichts. So, ne? Und da ist besser so eine Haltung, schauen wir noch mal, was passiert, schauen wir noch mal, was morgen passiert, schauen wir mal, was nächsten Monat passiert, schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Und ich höre von vielen Menschen, die es dauert in die 30er, so das Ende der 30er. Und ja, und dann bums, trifft man den Richtigen und kriegt dann noch mit 41 und 43 zwei Kinder. Nicht, dass ich das, ist das in irgendeiner Weise Spaß macht. Also Kinder können nicht immer Spaß machen, aber da gibt es sicherlich vieles, was dagegen spricht, die in 40ern zu kriegen, jetzt rein medizinisch. Aber natürlich würde ich das gern früher haben, aber manchmal weiß man auch nicht, was man wirklich will. Und manchmal ist das Universum schlauer. Weil, ja, vielleicht wenn du jetzt Kinder kriegen würdest, würdest du vielleicht nach 2 Jahren sagen, what the fuck, warum habe ich nicht noch 2 Jahre Party gemacht? Und
oh, muss das jetzt schon sein, weil so ein Kind dominiert ja den ganzen Tagesablauf über Jahre und muss das jetzt sein und hätte ich es mal doch später gekriegt, also ja, habt ihr mal ein bisschen mehr Vertrauen und versucht, ihn in der Gegenwart zu halten. Und wir sehen uns bald wieder und kauft die fucking Kurse, guckt nicht nur die Videos. Es ist wirklich schneller. Wir sehen uns. Ciao.